Moin, wir haben Mittwochabend, es ist der 22. Dezember, 19:05 Uhr und das ist, wie versprochen, der eigentlich letzte Film für dieses Jahr. Aber ich werde eins machen, das habe ich mir überlegt, weil ich habe Zeit zwischen den Jahren. Ich werde versuchen, einen Jahresausblick zu machen. Diesen Jahr einen Ausblick, den beziehe ich auf den DAX, den MDAX, den Dow Jones, Nasdaq und das Gold. Und da werde ich versuchen, nochmal so 5 bis 10 Aktien zu finden, von denen ich mir was verspreche, aus technischer Sicht für das nächste Jahr. Und dann werde ich das so machen auf YouTube, wie so eine Art Schlüsselanhänger für euch, dass ich unten drunter schreibe, DAX Minute 1 bis, was weiß ich, 6 und den MDAX von 6:01 bis 10 oder so, sodass ihr euch wie ein Schlüssel das einfach dann dementsprechend immer anschauen könnt. Ihr müsst nicht dann, weil der wird mit Sicherheit eine Stunde dauern, dass ihr euch nicht alles anschauen müsst. Ja, ich will auch die Aktien nennen. Also ich probiere das. Ich sollte eigentlich die Zeit haben, um das zu machen. Aber jetzt kommen wir mal zu dem DAX selbst von heute. Ich war überrascht, dass er tatsächlich 550 Punkte jetzt hier wieder in den 3 Tagen gemacht hat. Das muss ich ehrlich sagen, das hätte ich nicht gedacht. Ich habe eher gedacht, er schläft hier unten irgendwo ein. Gut, das macht er. Die Zahlen sind die gleichen wie letzte Woche. Wir haben hier so eine Art Make-or-Break-Line bei 15.917 und die 13, 15.380, die ist jetzt erstmal ad acta gelegt. Ich lasse sie trotzdem mal drinne. Das ist für mich so ein kleiner Reminder. Und wir haben jetzt hier auch eine Art Doppelboden bei 15.000 zwischen 4 und 15. Hier liegt auch das untere Band. Die Bänder gehen enger zusammen. Die Volatilität sollte ein bisschen zurückkommen, also die implizite Volatilität. Wir sind jetzt oberhalb von 10, 20 und 200-Tage-Linie. Also wir sind hier ziemlich im neutralen Bereich. Hier sind die Fibos angelegt. Wir haben also heute das 38er von dieser Bewegung wieder überboten und liegen kurz vorm 50er bei 15.651. MACD völlig neutral. Das gilt fürs MACD als eine Seitwärtsphase hier. Kann man gar nichts abgewinnen und die Stochastik momentan auch auf Tagessicht. Aber der hat ein bisschen Schwung, der kann durchaus noch hier so die 15,7, ne, vielleicht sogar eine 15,8 sehen. Kann er machen, ja. Ich habe keine frischen Verkaufssignale. Gucken wir mal auf 4 Stunden. Und da sieht es bei mir, wir haben jetzt eine sehr, sehr schöne 4-Stunden-Kerze, also die letzten 4 Stunden. Wir sind deutlich hier über dem Schlusskurs. Wir gelten schon als heftigst überkauft, aber das kann noch ein bisschen dauern. Über den Oszillator, MACD ist leicht positiv. Sieht noch so weit okay aus. Fibos sind die gleichen. Das ist der 200er gleitende Durchschnitt auf 4-Stunden-Sicht. Das sind 15.700. Ist nicht wirklich eine Chartmarke, sehe ich zumindest nicht. Die liegt eher hier oben, 15.780. Und dann 15.914. Gucken wir auf die Stunde. Die Stunde ist ebenfalls schon heftigst überkauft. Das muss aber auch sein, nach diesem Hammer hier und den 550 Punkten, die wir jetzt gemacht haben. MACD ist auch noch in Ordnung. Wir sind am oberen Band sogar leicht drüber. Fibos sind die gleichen. Also der hat noch ein bisschen Möglichkeiten. Wie gesagt, ich hätte eher gedacht, dass er hier wieder so bei der 15.380 ein bisschen abkippt und einschläft. Dass er die letzten, was sind denn das? Das sind noch 5, inklusive morgen sind das noch 5 Handelstage. Und letzter Handelstag ist der 30. Da geht der Handel nur bis 14 Uhr. Das sollte man vielleicht wissen. Also ich werde keine neuen Positionen aufbauen. Ich werde tendenziell eher versuchen, alles Mögliche abzubilden. Ich weiß noch nicht, wann ich dazu komme, diesen Jahresausblick zu machen. Ich nehme an, der wird irgendwann Mittwoch, Donnerstag, nächste Woche drinstehen. Ich schaue, wie ich es hinkriege und über die genannten Werte. Wie gesagt, wie ein Schlüsselbund könnt ihr euch das dann unten dementsprechend dann anklicken. Ich wünsche euch auch kein Happy Trading und fette Beute diesmal, sondern ich wünsche euch ein schönes Fest. Bleibt gesund, bleibt vernünftig, genießt die Zeit mit euren Lieben und tja, dann sehen wir uns im neuen Jahr wieder. Wird es ein paar kleine Änderungen geben, die sage ich aber dann. Also in diesem Sinne alles Gute und viel Spaß und nochmal bleibt gesund. Bye bye.